Hallo bei der Wande im Greikolbe. Ich will nur mal kurz ein schönes Video zeigen, wie schön die Einheiten hier stehen. Wir haben jetzt hier den Weg auch noch mal schieben lassen, dass wir jetzt hier, da unten stehen die Drohnenvölker. Warte, wo ist der Finger? Da unten stehen die Drohnenvölker. Da kann man hier wirklich schön rumfahren. Den Weg haben wir jetzt hier schön schieben lassen, wie gesagt, dass man oben rumfahren kann, auf der anderen Seite wieder runter. Selbst wenn es ein bisschen geregnet hat, hier ist es nicht ganz so steil wie drüben. Und jetzt haben wir hier wirklich Platz, um die Einheiten wirklich ganz weit verstreut aufzustellen. Haben jetzt hier auch durch die Eichen, die hier dann doch noch stehen geblieben sind, auch wirklich schönen Halbschatten. Das ist alles Hochstamm hier. Ihr seht da richtig schön, jede Königin kann einzeln raus. Auch so, wie es ihr beliebt. Und wie gesagt, also auch die Drohnenvölker haben dies hier wieder so viel Himbeerhonig geschleppt, dass es einfach nur eine Freude ist. Auch die Einheiten bringt man hier oben, holt man hier oben voller wieder ab, als was man so hochbringt. Und wie gesagt, das ist eben das, was ich sage, was hier bei Wippra, ihr seht ja alle schön einzeln aufgestellt. Und das ist eben das, was im Wippra hier wirklich schön ist. Ne? Man hat hier ein super Mikroklima durch die riesen Talsperre, die hier im Hintergrund ist. Und ja, ich gehe jetzt hier mal schön durch. Mach dann unten noch ein paar kleine Videos. Wie gesagt, das sieht man dann eben auch an den Königinnen. Die sind dann wirklich richtig voll begattet, richtig schön stabil. Hier seht ihr, da sind die Einheiten nicht richtig gefüllt gewesen. Die haben sich komplett verflogen. Aber das hat man eben auch. Ja. Und dann sieht man den Pi hier ja auch relativ eng, wobei eigentlich der Platz nach da oben hin und so alles noch da gewesen wäre. Aber ist das nicht schön idyllisch hier, wenn hier keine 20 Autos und 200, 300 Einheiten ankommen. Ja, hier seht ihr mal diese riesen Himbeerschläge, die hier dazwischen sind. Na, hier kommt jetzt schon die Junge. Und das wird jetzt die nächste große Tracht, das ist die Dieste. Ja, die hat auch schon richtig fette Knollen. Und die kommt, wie gesagt, die Himbeere ist jetzt einigermaßen durch. Da sind jetzt hier so schon die Früchte dran. Ja, aktuell bringen sie von draußen ein bisschen Kornblume. Aber wie gesagt, auch wirklich gute Tageszunahmen. Und wenn ihr da mal reinguckt, ja, das sind richtige Himbeerfelder. Ne? Das ist wirklich super. Auch hier. Kann man sich in 14 Tagen mal richtig satt essen. Ja, hier geht es dann so weiter. Wie gesagt, ich versuche die dann auch immer schon gleich mit dem Auto ein bisschen zu verteilen, dass ich jeden ein bisschen in eine andere Richtung schicke, dass sich das dann nicht so konzentriert. Und vor allen Dingen eben auch, dass da, wo die Woche was angewandert wurde, nächste Woche was hinkommt und eben umgedreht. Ne? Und somit hat man hier, wie gesagt, jetzt sind wir hier unten und dann geht es dann da drüben dann wieder hoch. Ja, da stehen die Drohnenvölker. Wir werden mal nachher gucken, die haben auch die Honigräume schon wieder gerammelt voll. Ja, und hier so ist ideal, ne? Also wie gesagt, immer diese Viererpakete und immer schön alle 5 Meter eins. Dann können die sich hier schön durch den Wald orientieren. Und ja. Da haben wir genau das Problem, was ich auch immer gesagt habe. Wie gesagt, diese Minis sind schon nicht schlecht, aber wenn man die Minis relativ stark bildet, ist halt einfach so ein kleiner Fluglochschlitz viel zu klein. Und dann kommen die Königin von der Begattungsflug wieder, kommen dort nicht so schnell rein, dann fliegen die Bienen seitlich, die Königin werden gedrängelt und dann für die Geschichte stehen die dann auch schon wieder viel zu eng. Ja, also hier würde ich auch auf jeden Fall einen nach vorne, einen nach hinten, einen nach rechts, einen nach links fliegen lassen, so dass quasi die
die Flugrichtungen gleich immer schon ein bisschen was anderes sind, die dann dadurch ein bisschen weiter auseinander sind und vor allen Dingen hier eine wesentlich größere Fluglochgeschichte bringen. Weil wie gesagt, wenn die da drinnen 3-4 Waben Bienen haben und wir haben hier 30 Grad, wenn die Königin auf Begattungsflug geht, dann ist das einfach zu wenig, was dann Bienenmasse mit Königin rein kann. Weil dann, wie gesagt, wenn so ein Begattungsflug ist, dann steht ja so ein kleiner halber Schwarm in der Luft. Ja, auch hier viel zu klein die Schlitze für die Einheiten. Ja, solche Videos wollte ich eigentlich nicht zeigen, aber auf der Belegzelle macht es man vielleicht doch mal. Also wenn man oben im Fütterer schon so reinschaut, dann muss man eigentlich gar nicht weiterschauen. Ja, die Honigräume sind schon wieder randvoll. Und die haben für diese Leistung gerade mal 6-7 Tage gebraucht. Und ihr seht, relativ schön sauber oben drauf. Sehr, sehr friedlich. Und nochmal schön Himbeerhonig. Den lassen wir auch fast einen schneller auch noch. Gucken wir hier drüben mal noch. Auf der Waage habe ich eigentlich immer die stärksten Völker stehen, weil die natürlich immer das Indiz sind, wann die ersten Hungerprobleme sind und wann die Honigräume gewechselt werden müssen. Und hier sieht man auch, die hat 4 Honigräume oben drauf. Und hier den dritten auch wirklich schon schön angetragen. Und nach unten sind auch komplett voll. Ja, und da haben wir ja hier unten den Brutraum. Dann hat die Honigraumzarke, wo die ganze Drohnenbrut drin ist, wo die 3 Baurähmchen drin sind. Kannst du machen. Dann hat es hier das Absperrgitter, wo bis dahin kann die Königin. Also wie gesagt, hier unten sind auch dann die ganzen Drohnen. Wir gucken jetzt mal, vielleicht nehmen wir einen Zweizarker mal auseinander, sodass wir mal, wenn wir schon einmal hier so in 5 Minuten Luft haben, mal zeigen können. Und ihr seht, eins wie das andere, bis unter das Dach voll. Ich nehme jetzt mal ein bisschen die Honigräume runter. Ja, und jetzt hier schon der Blick durchs Absperrgitter. Da ist eine Drohne. Da hinten sitzen Drohnen. Hier ist eine Drohne. Nimmst du mal? Und ihr seht, die haben jetzt hier wirklich richtig schön tief verdeckelten Honig. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, auch durch die Zarke, weil die nie weggenommen wird, haben die auch eine schöne Futterglocke oben drauf gesetzt. Ja, und da sind richtig schöne Drohnen jetzt nochmal geschlüpft. Nochmal nachgestiftet. Die Völker sehen wirklich gut aus. Oh mein Gott, nimm sie mal raus. Die ist so schwer. Du musst die Königin wegschmeißen. Die Ticke. Ah, nimm ich. Das ist nicht mehr richtig. Mann, passt gar nicht hin. Ja. Ihr seht so in den Ecken auf den Randwaben, da sitzen richtig die ganzen alten, schönen, fetten Drohnen. So rein. Gut, dann wollen wir mal nicht weiter stören. Bis dann. Tschüss.